Einen wunderschönen guten Tag. Ich möchte mit euch heute über ein Thema sprechen, was für mich ungefähr seit 2 Jahren eine unglaublich große Bedeutung hat und mich so ein bisschen vor 4 Jahren tatsächlich, es sind sogar schon fast 5 Jahre gefunden hat, nämlich im Jahr 2014, als ich im Referendariat war. Ich bin ausgebildeter Gymnasiallehrer. Habe ich riesengroße Herausforderungen gehabt. Ich bin ja sehr an meine Grenzen gekommen und habe vor allem nicht gewusst, wie ich gerade weitermachen kann. Es ging weniger um das Unterrichten selber, es ging darum, wow, ich bekomme gerade nicht hin, authentisch zu sein im Unterricht und gleichzeitig die Dinge umzusetzen, die mir wichtig sind. Und dann habe ich angefangen zu schauen, gibt es vielleicht Bücher, die mir helfen können? Und ja, ich habe eins gefunden, was tatsächlich der große Anstoß war, der mich in diese ganze Thematik der Persönlichkeitsentwicklung und des mit sich selbst mal beschäftigen hineingebracht hat, worüber ich jetzt auch mit euch in meinen Videos sprechen möchte. Cordelia Nussbaum, eine Mediatorin, eine Coachin, eine Schriftstellerin, die ich schon mal in einem anderen Video erwähnt habe, hat ein Buch geschrieben, über das ich später noch mal genauer sprechen werde in einem anderen Video. Was mich unglaublich bewegt hat und mein ganzes Weltbild einmal auf den Kopf gestellt hat. Und eins ihrer späteren Bücher, was mich dann gefunden hat, und das ist ein bisschen kurzfristiger, ist über kreative Chaoten. Willkommen im Club der kreativen Chaoten. Kennst du das? Du hast ganz viele Ideen, möchtest ganz viel bewegen, merkst hier wie so ein Riesenimpuls, der sagt, wow, ich möchte in die Welt hinausgehen, ich möchte Sinn finden, ich möchte wirklich etwas erreichen in der Welt mit dem, was mir wichtig ist, dann kann es gut sein, dass du zu den kreativen Chaoten zählst. Was bedeutet es vor allem, kreativer Chaot zu sein? Du sprudelst vor Ideen, du hast unglaublich viel Begeisterungsfähigkeit, du möchtest dem folgen, wo du gerade für brennst und gleichzeitig merkst du, dass du heute das unglaublich spannend findest, morgen das unglaublich spannend findest, nächste Woche etwas Drittes, danach die Woche etwas Viertes, dann gibt es vielleicht wieder das, dann gibt es das, dann gibt es etwas Fünftes und auf einmal springst du hin und her und weißt gar nicht mehr genau, was ist es denn, was ich wirklich will. Und ich kann dich vielleicht schon mal ein ganz klein bisschen erleichtern. Mir ging es genauso, bis ich irgendwann gemerkt habe, dass das, was ich will, eben genau das Springen ist. Denn ich lerne so unglaublich viel dabei, von Insel zu hüpfen, an meinen Fähigkeiten zu schrauben und verschiedene Wissensgebiete zusammenzuführen und daraus etwas Neues zu schaffen. Und als kreativer Chaot bin ich zum Beispiel in der Lage, diese ganzen einzelnen Themenfelder in einer neuen Situation zusammen umzusetzen. Das funktioniert nicht, indem ich ein Konzept vorschreibe und ganz viel plane und Listen führe, sondern indem ich in dem Moment schaue, was kann ich jetzt gerade mit dem, was ich alles schon gelernt habe, erreichen. Und vielleicht bekommst du gerade schon eine Ahnung davon, wo zum Beispiel in der Berufswelt kreativer Chaoten gebraucht werden. Überall, in jedem wirklich größeren Unternehmen, aber auch in jedem kleinen Unternehmen ist so ein Mensch unglaublich gefragt. Nicht um im Background Konzepte zu schreiben, dafür zu sorgen, dass Rechnungen gezahlt werden. Das ist nicht so das Ding von uns kreativen Chaoten, sondern wir sind eher diejenigen, die Ideen generieren. Noch nicht mal in die Umsetzung gehen, sondern eher die Ideen generieren, trauen uns mu oder uns trauen, mutig zu sein und verrückte Sachen auszuprobieren. Und wenn ihr euch mal überlegt, gerade unsere großen Erfinder, unsere großen Vorreiter wie Galileo, Thomas Edison, die haben so viel ausprobiert und so viele verrückte Ideen gehabt, bis sie auf die Ideen gekommen sind, die unser Weltbild, unsere ganze Weltauffassung verändert haben. Und genau in diese Richtung gehen wir als kreative Chaoten. Wir wollen unglaublich viel Sinn in dem finden, was wir tun. Wir wollen etwas bewegen. Wir wollen etwas verändern. Und vor allem wollen wir unseren Leidenschaften auf eine Art und Weise folgen, dass wir uns dabei nicht selber verlieren und uns auch nicht aufgeben müssen für Konzepte und Überzeugungen, die nicht unsere sind. Ja, zu einem gewissen Maß sind wir immer anpassungsfähig und gleichzeitig ist es unglaublich wichtig, dass wir uns diesen Gedanken der Freiheit auch behalten. Okay.
Was ich jetzt gerade merke, und deswegen kann ich mich gar nicht richtig konzentrieren, ich merke, dass meine eine Leuchte, die von der Seite ein Füllerlicht gibt, die ganze Zeit am Flackern ist. Das heißt, ich sage jetzt schon mal sorry, dass es am Flackern ist. Ich werde mir eine Lösung überlegen für die nächsten Videos. Jetzt werde ich erstmal damit leben und ja, das Video bleibt auf jeden Fall so. Okay. Kreative Chaoten. Mir ist auch immer wichtig, ich bin nicht festgelegt auf diese Schublade des kreativen Chaoten. Ich kann durchaus auch logisch sein und Konzepte schreiben. Es ist einfach überhaupt nicht mein Favorite. Und es ist nicht das, wofür ich wirklich nach draußen gehen möchte und das mal einen ganzen Tag lang machen möchte. Und das Schöne ist, es gibt andere Menschen, die das unglaublich lieben. Es gibt die Planer, es gibt die strukturierten Logiker, die Organisierer, die es lieben, in Aktenordnern zu blättern und Listen zu führen und Excel zu bedienen. Ja, ich kann das zur Not auch, aber wieso suche ich mir nicht einfach jemanden, der das noch viel lieber macht als ich und natürlich dadurch viel effektiver ist. Das heißt, wenn wir mal davon weggehen, dass wir alle universell alles ganz toll hinbekommen müssen, ich glaube, dann sind wir deutlich ökonomischer und vor allem auch viel nachhaltiger, weil jeder genau das einbringen kann, was ihn wirklich auszeichnet. Und das bedeutet nicht nur im Beruf, sondern auch zu Hause. Ja, es ist dieses ständige Thema, zum Beispiel, es leben zwei Menschen miteinander. Der eine ist ein absoluter, ich nenne ihn mal Putzfanatiker oder sagen wir anders, er hat einen ganz bestimmten Sinn für Ästhetik, einen ganz bestimmten Sinn für Ordnung und Sauberkeit. Und diese andere Person hat einen anderen Sinn. Und ich nehme mir nicht das Recht heraus zu sagen, einer von beiden hat mehr Recht oder einer von beiden ist derjenige, der besser weiß, wie es geht, sondern da treffen einfach zwei Menschen aufeinander, die unterschiedliche Vorstellungen haben. Und wer sagt denn, dass nicht beides zusammen auch geht? Das heißt also, wenn du merkst, dass du nach Hause kommst und gerade überhaupt keine Lust hast aufzuräumen, wer hindert dich daran, es nicht zu tun? Und gehen wir mal einen Schritt weiter, wer hindert dich daran, jemanden zu finden, der das für dich übernimmt? Vielleicht gehen wir mal weg von der Vorstellung, dass wir auch im Privaten Allrounder sein müssen und wir dürfen uns auch mal spezialisieren. Natürlich ist es wichtig, auch zu wissen, wie bestimmte Dinge funktionieren, gerade alltägliche Dinge. Aber das heißt noch lange nicht, dass wir uns dazu entwickeln müssen, das zu lieben oder es immer gerne machen zu wollen und es dann auch gerne zu machen, sondern abzugeben, Verantwortung an andere abzugeben. Und ihr merkt schon, das ist ein Thema, was durch das ganze Leben sich durchzieht, nicht nur im Beruf, nicht nur im Privaten. Ich meine, für mich sowieso, ich versuche die Trennung zwischen Beruf und Privat immer weiter aufzuheben, denn wenn ich den Dingen nachgehe, die mir wirklich wichtig sind, die ich von Herzen tue, ja, dann habe ich manchmal das Glück, dass ich dafür Geld bekomme und manchmal bekomme ich kein Geld dafür. Hauptsache, ich habe genug am Ende des Monats, dass ich davon leben kann und vielleicht ein bisschen nachhaltig für später planen kann. Okay. So, ich habe euch ein ganz klein bisschen Einblick gegeben in das Thema kreative Chaoten und es ist definitiv noch nicht abgeschlossen. Es gibt noch eine Menge mehr darüber zu erzählen. Lasst euch überraschen. In zukünftigen Videos werde ich mit Sicherheit nochmal drauf eingehen und ich würde sagen, an alle kreativen Chaoten unter euch, genießt die Woche, lasst euch überraschen, was passiert, macht euch keinen Kopf, wenn ihr mal nicht wisst, was ihr wollt, das gehört ganz normal dazu, das ist eine Lebensaufgabe herauszufinden, was ihr wollt. Und für alle die, die das irgendwo schon wissen, denkt immer daran, checkt zwischendurch mal, ob es wirklich noch das ist, was ihr wollt. Und wenn es das ist, wunderbar, ihr seid bereits dort angekommen, wo ihr sein wollt und genießt euer Leben. Alles klar, in dem Sinne, bis bald, ciao.